Wir wollen jetzt das nochmal zusammenfassen, das vorhergehende Selbstgespräch. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn du eine genügende Menge von Einzelgedanken hast, die oberflächlich betrachtet nichts miteinander zu tun haben, umso mehr du die Vordersprache verstehst, umso mehr fällt es in einem Punkt zusammen. Das heißt, die Einzelteile setzen sich automatisch in deinem Kopf zusammen und du kriegst einen Heureka nach dem anderen. Der Schlüssel ist die Vordersprache als Ding an sich. Jetzt ist aber jedes Wort ist ein riesengroßer Komplex. Und wir schauen uns jetzt das nochmal an. Und du wirst jetzt gleich feststellen, wo deine Reifestufe zurzeit sich befindet, in einer Skala von 0 bis unendlich. Was jetzt dabei ist, dass du 0 und unendlich gleichzeitig bist. Wenn wir sagen, das ist unendlich, das wird immer größer, das wird immer kleiner. Das Prinzip ist, der Punkt ist beides, der ist nichts und alles. Ich tue mal den Bildschirm schnell übertragen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Wikipedia und nachher tun wir ein bisschen, das ist, wirst du merken, dass man sich mit jedem einzelnen Wort eigentlich beschäftigen müsste. Jetzt pass auf, ich mache jetzt erst einmal die Fläche. Das ist jetzt die Fläche in der Mathematik, eine zweidimensionale Teilmenge nennt sich das, eines dreidimensionalen Raums. Das ist schon die große Problematik. Erinnere dich daran, was ich gesagt habe hier, dass wenn du eine Fläche hast, dass wir dieses im Quadrat eigentlich genau genommen den Winkel einer Ecke beschreibt. Wenn du jetzt mein Bild unten anschaust, rechts in der Ecke, was du feststellen, das hier ist 2D. Und entscheidend ist, dass man hier automatisch das auffüllt zu einem Quadrat. Mhm. Aber genau genommen ist es nur ein Dreieck. Ja. Okay? Mhm. Jetzt ist es definitiv so, ich springe mal, das ist das vorhergehende Selbstgespräch. Ich schaue mal, ob ich das ganz, ganz kurz, die Bilder. Dieses, wenn wir das jetzt anschauen, diese Einzelbilder in dem vorhergehenden Selbstgespräch, sage ich, da haben wir jetzt hier unser Dreieck und das ist intern, innerhalb dieser drei Spiegel, 92 Grad Spiegel, jetzt von oben drauf gesehen. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, siehst du dieses Dreieck, siehst du hier nochmal. Und wenn wir das drehen, biegt sich das und es wird so eine Kugel. Mhm. Ich nenne das immer X dann, intern, extern ausgedacht, X. Und dieser Diagonalspiegel, das ist eigentlich L dann. Ich sage, das ist eigentlich nichts, das ist der rote, das rote Zentrum. Okay, wenn du das Bild jetzt vor dir hast, jetzt schaue ich mal, ob ich da brauche ich da nicht so verhässig, mich zoome mal durch. Das wäre jetzt die Ecke. Und ich habe gesagt, wenn ich diesen intern, wo man oben drauf geschaut habe, und extern, wenn ich da mich intern im Zentrum befinde und ich schaue in diese Richtung, dann sehe ich praktisch diese zwei Spiegel hier stehen. Das haben wir gerade angeschaut. Ja. Wenn ich jetzt diese mittleren Spiegel nach außen klappe, dann gibt es diese Kugel, diese Halbkugel, wo wir drauf schauen. Wenn ich den jetzt nach innen klappen, was ich natürlich nicht kann, da muss ich ja Dreieck draus machen. Dann kriege ich keine Kugel, wo ich drauf schaue, sondern ich bin dann in der Kugel, dann sehe ich praktisch auch die Kugel, dasselbe in grün, plus dass ich mich im Zentrum befinde. Ganz das Folgende sieht man, wenn man das Video nochmal anschaut. Ja, das nach innen klappen. Das ist natürlich schwer nach innen klappen, weil dann muss ich den Spiegel jetzt im Aufbau ein bisschen nach hinten stellen, dass er Lücke ist, dass ich ihn reinklappe. Ich müsste jetzt praktisch beim Reinklappen, müsste ich jetzt das hier permanent zuschneiden. Und wenn ich es ganz reinklappe, habe ich ein Tetraeder und dann ist praktisch die Kugel besteht bloß aus vier Seiten. Ja, so ungefähr. Okay. Und diese vier Welt, einfach das immer wieder anschauen. Und diese vier Seiten sind die vier Weltgegenden. Das ist im Hebräischen das Wort Ruch. Ruch heißt Geist und Wind. Das heißt Rot. Ah, jetzt habe ich ja eh, Entschuldigung. Ja, genau. Vertippt. Arwaf Chat. So. Jetzt ist es das einmal Rot, ist es der Kopf im Geist. Der geistige Kopf, unser roter Kopf im Geist ist alles verbunden, vereinigt und das ist das absolute Kollektiv von allen. Das ist praktisch alles. Das Chat. Rot, nicht denkbar. Wenn wir es blau machen, ist eine direkte, aufgespannte Kollektion, weil ich schaue immer in eine gewisse Ecke mit rein. Und die Ecke wiederum zerteilt sich, wenn ich in der Ecke drin bin, nochmal in Ecken. Drum ist jetzt hier das erste Mal Geist, das ist es rot geschrieben und der Wind. Doppelt aufgespannte Intellekt erzeugt eine existierende Öffnung. Dann haben wir den Z-Waff, wieder der Befehl, Ischen heißt schlafen. Das ist der Schlafraum.
Okay, das sind einmal die ersten Sachen. Dann fängst du hier da ab. Stand, der aufblühende Stehen, das ist alles Stehen. Das sind die vier Himmelsrichtungen. In älteren Wörterbüchern steht drin, die vier Weltgegenden. Und das ist natürlich interessant, dass unser Geg, es ist ausgedacht, das ist ein Geist mit einem Gehirn. Das ist die Rechenmaschine. Und darum ist das Dach, die Öffnung, die geöffnete Schöpfung ist immer eine Kollektion. Wenn ich jetzt die geöffnete Schöpfung, ich kann auch der geöffnete Augenblick lesen mit 70, dann ist das das Ja. Wissen, das du benutzt, ist immer zuerst einmal im Hintergrund eine Kollektion. Ich sage das, was im Arbeitsspeicher ist. Ich könnte jetzt die Dechplatte, dann habe ich Bella, ist Aleph rückwärts gelesen, ist das Wunder von zwei Erscheinungen. Ja. Und du hast jetzt das Räucheraltars. Mach dieses Aleph mit den zwei Bünden weg, dann hast du schon wieder den Ruch. Diese vier Weltgen erwecken Gott, all das Nichts. Und Ja. zwar in Form einer TR, einer Reihe, die raumzeitlich in Genau. Erscheinung tritt. Ja, genau. Ja. Du kommst, wenn man das jetzt folgen kann, umso mehr Einzelelemente du hast, umso mehr wirst du feststellen, dass das eigentlich sehr einfach ist. Das ist eine extreme Kompression. Das ist hier übrigens die Geschichte vom Fürsten von Gog und Magog. Ist in Hesekiel Kapitel 38, 39. Da kommt dann immer wieder Hüben 3 und Drüben 3. Diese Sätze Hüben 3 und Drüben 3 kommen genau in diesem Kapitel vor über Gog und Magog. Jetzt wissen wir, dass dieses 3, 3 kann man natürlich auch 33 schreiben. Das eine auf die Zähne heben und dann kriegst du zwangsläufig zuerst einmal hier deine Welle. WL heißt es doch, das doppelt aufgespannte Joch, das auseinandergeschmissen wird. WL 70, 30, 30, 1. Doppelt aufgespanntes Joch, das auseinandergeschmissen wird, das hochgehoben wird. Und das ist dann natürlich, die Wahrnehmung geht auf und wird zu einer Existenz, das ist der Haufen, das ist schon das Teilchen-Wellen-Phänomen. Okay? Und diese Welle, ihre Welle, wenn man das jetzt hebräisch, ihre Welle in Bezug auf Geistesfunk, bis man M hin, dann kriegst du den Gollum. Der Golem. Das ist praktisch hier. Das Wissens, UPs, wird P und P heißt hier BH. Das ist immer hier. Der Rohstoff, der ungeschlachtete Un, das ist jetzt interessant, das ist altes, ungeschlachteter Mensch. Ungestaltetes, eine Form verleihen, einhüllen, einhüllen in eine Form. Das ist der Geist, der jetzt praktisch mehr oder weniger in einem Körper steckt. Und jetzt mache ich gleich von vorne weg, bevor ich da weitermache. Wie kann ich den Körper verlassen? Du bist ja gefangen, dein Körper ist in einem gewissen Maß ein Gefängnis, in dem du eingesperrt bist. Das ist immer in den Filmen wie ein Ghost, wenn der Geist, wenn die Seele, heißt es in der Esoterik, den Körper verlässt, wenn du dann so aufsteigst und dich selbst vor dich hinstellst. Und es ist ganz, ganz einfach. Weißt du, Holger, wie man den Körper verlassen kann? Indem du Ihn ganz einfach einfach nicht bewusst machst, bedenken. dass dein Körper was Ausgedachtes ist. Sobald du an deinen Körper denkst, steckst du wieder im Zentrum deines Kopfes. Ja. Denk an mein Beispiel, schließ die Augen und jetzt denk an mal deinen Schädel aus. Dann hast du die Augen vor dir, über dir die Haare, du bleibst dann trotzdem immer noch der Mittelpunkt. Aber der Mittelpunkt, der absolute Mittelpunkt, ist nichts Ausgedachtes, sondern das ist das Zentrum, aus dem das Ausgedachte herausspringt. Ist das Rote nicht vorstellbar? Und jetzt pass auf, wie sieht es jetzt aus? Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich gehe jetzt mal, wie kannst du eigentlich das Universum verlassen? Das Universum heißt ja das in eins gekehrte. Du bist dieses Uni, verbunden sein der Gott, der Ja, mit allem verbunden ist. Das ist das Universum. ich kann es eigentlich nicht verlassen, außer ich mache mich zu einem Gedanken von mir. Genau das ist es. Und jetzt sage ich wieder, jetzt stellst du dir, jetzt haben wir ja dort die Sphäre, jetzt stellst du dir eine Erdkugel vor, die von der Sonne angestrahlt wird. Dann musst du neben die Erde dir irgendwo eine Sonne hindenken und dann denkst du dir Sonnenstrahlen, die die Sonne anstrahlen. Und auch wenn diese Kugel sich jetzt dreht, ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Auch wenn die sich dreht, also hell und dunkel ist gleichzeitig da, das ist dieses Spiel plus minus. Es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellental, es gibt kein hell ohne dunkel. Wenn du das eine denkst, ist das andere automatisch schon da, auch wenn du das nicht bewusst denkst, weil du eben immer aus der Mitte bloß eine Seite anschaust. Und jetzt denkst du dir auf diese Erdkugel an Trockennasenaffen. Okay? Das Spiel haben wir oft durchgespielt, aber in dem Moment, wo du das denkst, bist du doch nicht mehr in dem Kopf von dem Trockennasenaffen, den du dir auf die ausgedachte Erdkugel denkst. Genau. Dann hast du den Körper doch schon verlassen. Ja, stimmt.
Weil der, der sich jetzt das ausdenkt, sich vorstellt, vor sich hinstellt, die Erdkugel genauso wie den Affenkopf auf diese Erdkugel, ist doch der, der sich das vor sich hinstellt, ist doch nicht mehr in den Kopf. Bist du dabei? Ja, ja. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir ganz einfach hier oben. Siehst du, das Spiel, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich unser Tetraederspiegel, den ich gerade gezeigt habe. Dieser aufgeklappte. Ja. Dieses Hüben-3 und Drüben-3 ist nämlich insgesamt, ist natürlich jetzt das interessant, wenn wir das zusammenschieben, den unteren und den oberen Punkt. Du denkst dir, die Spitze, das ist die Spitze von einem Tetraeder. Ja. Dann haben wir hier ein Dreieck. Das sieht dann ungefähr so aus. Moment einmal. Okay. Das, wenn du dir jetzt kreisförmig denkst, machen wir hier praktisch in den Tetraeder machen wir bloß 3 Kreise runter. In der Mitte wäre dann ein Dreieck und hinten haben wir nochmal 3 Kreise. Kannst du es vorstellen? Nee, das im Moment nicht. Pass auf, das jetzt, wenn du da jetzt, das ist natürlich jetzt von vorne gesehen, wir müssen jetzt das oben und unten machen, das ist die obere Spitze. Diese untere Bodenfläche denkst du dir als Kreis. Ach, ich mache besser, wir machen einfach mal das. Schauen wir uns das einmal an. Siehst du das? Ja, jetzt wird es etwas klarer. Dieser Kreis definitiv. Das wäre unten das untere Dreieck. Denk dir, das steht jetzt hier auf dem Boden. Ja. Okay? Das ist die Spitze. Das ist die Spitze und da unten machen wir jetzt 3 Ecken. Wir teilen diesen unteren Kreis in 3 Kanten ein. Dann ziehen wir das so gebückt runter. Dasselbe machen wir nach unten, dann hast du hier genau unseren Doppeltetraeder. Du bist dabei jetzt? Jetzt wird es besser, ja. Und jetzt ist es interessant, ich sage, wenn du dich, jetzt bleibe ich immer auf der Oberfläche, in dreidimensional gedacht, bleibt sich das gleich. Ich bleibe mal nur auf der Oberfläche. Wenn du jetzt da an irgendeinem Punkt in diesem Kreis, wir bleiben mal beim Kreis, befindest und du schaust in die obere Ecke rein. Egal wo du bist, das ist wie bei den Eisenbahnschienen. Diese Parallelen, die angeblich parallel laufen, können gar nicht parallel laufen, die fallen in dem Punkt zusammen. Ja. Jetzt ist aber die große Schwierigkeit, ich habe das im letzten Selbstgespräch angesprochen, das ist das sogenannte Orangensäulenphänomen, dass diese Oberfläche eine Illusion ist, weil die letztendlich gar keine Fläche sein kann, weil nämlich hier jedes Fragment, wenn du ein Quadrat rausmachst, fraktal wird. Was verstehe ich unter Fraktal? Pass auf, es ist also so, jetzt müsste ich die alten Bilder schnell herholen. Das sind so Kleinigkeiten, wo übersehen, wenn der Fehlerteufel liegt, sage ich immer, im Detail. Pass auf, ich mache mal unsere E-Books. Mache ich ganz, ganz kurz nochmal hier das Farbenspiel auf. Wir haben gesagt, 1 Quadrat ist genau genommen 2 mal 1 Quadrat. Wenn man aus 2 mal 1 Quadrat, das wäre ja Rechteck, wenn wir die aneinander legen. Ja. Aber ich kann ja die Fläche von 2 mal 1 Quadrat auch quadratisch aneignen, dann ist es hier 1,414 und dann geht es hier im Quadrat, die Seitenlänge wäre jetzt 1,414. Der Witz ist, dass das eine transzendale Zahl ist. Was heißt das? Dass das die Oberfläche fraktal ist. Es gibt Quadrat, ist definitiv immer nicht genau definiert. Was will ich damit sagen? Erinnere dich an mein Beispiel, die Küstenlinie von England ist genauso groß wie die Küste, wie der Umfang eines DIN A4-Blattes. Weißt du, was ich damit ausdrücken will? Ja, je weiter ich das auffächere, die Küstenlinien, die Struktur des Blattes. Das ist so, du misst. Das heißt, wie messe ich die Küstenlinie vor England? Die kann man sowieso nicht messen. Das sind alles Hirnwichsereien, nenne ich das. Das ist schlichtweg und einfach, da müsste jetzt einer rumlaufen mit einem Meterstab. Wenn man jetzt, dann brauchst du schon wieder eine Landkarte, die du dir ausdenkst, wo du davon ausgehst, dass das da außen ist. Aber wir bleiben mal jetzt, das, was du auf den Augen in deinem Gesichtsfeld sehen kannst, du stellst dich dann die Küstenlinie vor England hin und jetzt messen wir mit einem Maßstab den Umfang. Wir können jetzt Folgendes machen, dass wir die Bilder in unserem Kopf austauschen und wir machen immer, ich sage mal hier so mit einem Laser, immer so in 1 Kilometer Stücken.
dann wirst du feststellen, dass die Einbuchtungen schon alle wegfahren. In dem Moment, wo du hier in 100 Meter Stücken misst, wird es viel größer werden, der Umfang. Ja. Wenn du in Meter misst, das geht schon gar nicht, weil du bei der Küstenlinie von England das Wasser hast, das ständig hin und her wogt, wo setzt genau. du den Rand? Ja. Es wird jetzt unscharf und es versinkt in einer nicht mehr Messbarkeit. Wenn man selbst, wenn du dir jetzt das Wasser stehen denkst, dass es keine Wellen gibt und wir messen jetzt genau den Rand vom Wasserrand, wir haben keine Wellen, dann wirst du feststellen, selbst in den Einbuchtungen, umso genauer du wirst, dass das umso kleiner du den Maßstab machst, wenn du das in Zentimeter abrasterst, dass das immer größer wird. Länger wird das. Ganz ja. genau macht, wird es unendlich. Das ist das Problem der Infinitesimalrechnungen. Das heißt, umso genauer du misst, umso mehr landest du bei unendlich. Jetzt machen wir dasselbe mit einem Blatt Papier. Solange ich einen Meterstab hinhalte, kann ich jetzt sagen, das ist so und so viel Zentimeter auf so und so viel Zentimeter, so und so viel Millimeter auf so und so viel Millimeter. Aber irgendwann merke ich, stelle ich fest, dass wir ja hier Fasern haben und die Fasern ausgefranst sind. Das heißt, wenn ich jetzt im Mikrometerbereich messen tue, wird die Zahl immer größer werden. Aber irgendwann kommen wir auf die Größe der ausgedachten Atome, wo eigentlich nur Elektronen rumkreisen und dann glitscht das Ganze wieder ins Unendliche weg. Ich sage, es ist schlichtweg und einfach nur ein Gedanke und egal wie groß du dir an den Gedanken denkst, der ist hier und jetzt. Stimmt oder stimmt? Ja, und ich kann ihn sogar beliebig groß machen. Jetzt ist immer und jetzt kommt das Spiel. Du denkst dir jetzt eine Erdkugel aus und du denkst dir an die Tischtennisball. Du denkst dir immer bloß eine Kugel, die du dir vorstellst. Wie groß die Kugel ist, die du dir vorstellst, hängt davon ab, was deine Logik für eine Vorstellung daraus macht. Aber in deinem Kopf selbst, im roten Kopf selbst, ist es rein nur eigentlich eine Zahnstruktur. Immer dran denken, selbst jetzt in der normalen Wissenschaft, da lernst du, dass man nicht wissen kann, wie das da außen aussieht, weil es kommen ja letztendlich nur elektromagnetische Strahlen von außen auf dein Auge zugeflogen, die dann mehr oder weniger im Thalamus in Elektro, also im Ohr und in der Retina in elektrochemische Signale umgewandelt werden. Das sind ja alles Sachen, die du nachplapperst. Okay? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier das hier nehmen, wirst du feststellen, wir haben ja bloß eine Seite, das ist ja nur ein Tetraeder. Das wäre jetzt die Bodenplatte. Ja. Das blähe ich jetzt nur auf. Das ist jetzt hier verkehrt gezeichnet. In der Zeichnung müsste ich jetzt hier eine Halbkugel machen. Aha. Ja, denk wieder ja. an unseren Spiegeltunnel. Ja, denk ja. an unseren Spiegeltunnel, den ich gerade angezeigt habe. Genau. Das ist, wenn wir hier reinschauen, haben wir ja nur die Halbkugel. Ich fahre mal nochmal ganz. Ja. Hier, wenn wir das Ding drehen. Siehst du? Da haben wir den Spiegel, den wir kippen. Du schaust jetzt von außen auf eine Halbkugel drauf, wenn ich jetzt da von innen reinschaue, dann ist die andere Hälfte ist im Spiegel im Rei. Siehst du, das kippe ich hier. Hier ist der kleine Spalt, wo ich aufkippe. Ja, ja. Du siehst jetzt, wenn wir umso mehr wir das kippen, haben wir dieses Quadrat, das ist jetzt ein Quadrat, ist eine Ecke, mit einem externen und mit einem imaginären Anteil getrennt durch die Diagonale. Im Pythagoras ist diese, wenn ich 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2 Quadrat und das 2 Quadrat ist unsere 1,414. Das ist Hüben 4 und Drüben 4. Und immer dran denken, ich kann auch sagen Hüben 3 und Drüben 3, weil nämlich 3, D-Reihe beginnt mit den Buchstaben 4 und das ist geometrisch der Wert 4. Denk wieder an unseren Tetraeder, da komme ich dann noch dazu. Wenn ich jetzt das hier, den Spiegel, den wir jetzt nach außen kippen, diesen Spiegel hier, wenn ich den nach innen kippe, was ich natürlich jetzt hier aufgebaut, ausgedachterweise nicht kann, dann passiert also Folgendes, wir gehen da nochmal zu, warte mal, einen Moment. Den brauche ich hier. Das ist also das kleine Bild. Ich hoffe, man sieht es. Ja. Das ist auch wichtig. Das merkst du jetzt ganz einfach. Wenn man
Das ist immer nur eine Ecke. Das spiegelt sich, das wirklich müsste ich jetzt sehr weit in den Ohren bauen, dann habe ich das genau erklärt. Dass das eigentlich zwei sind. Weil das eine ja nur Halbkugel ist. Okay? Und dann kriegst du irgendwann nochmal dieses Spiel. Das sind jetzt die vier Ecken. Das ist natürlich jetzt schlecht darstellbar. Eins, denke mal, das wären drei Billardkugeln und eine liegt drauf. Ja, habe ich. Gut. Ja. Jetzt machen wir aus diesen drei Kugeln, wenn wir jetzt die Wölbung innen, wenn du reingehst, das ist eigentlich das Spiel gespiegelt, was sich in dir abspielt. Aber ich merke jetzt, das ist das Helium-4-Modell, da wird es jetzt total abschalten. Ich bleibe mal im einfachen Bereich. Wir machen das hier. Siehst du jetzt, das ist ja Tetraeder, wo man nach innen, ein komplexer, konkav, nicht euklidischer Raum. Aber das fokussiert sich in ein imaginäres Innen. Was ich aber hier eigentlich durch, wenn wir die jetzt umdrehen, dass wir so Wölbungen machen, das wäre jetzt, wenn wir diese Kalotten nennt man das übrigens, wenn wir die Kalotten andersrum zusammensetzen, symbolisch für ein Dreieck als Kreis gedacht, dann würde das eine Kugel werden. Ja, jetzt. Wenn ich diese vier Quadranten, wenn ich das zusammensetze, das kann man alles berechnen. Aber ich merke, ich war jetzt zu kompliziert. Also ich bleib mal beim Einfachen. Das Prinzip ist bekannt, oder? Ja. Wir springen hier mal nochmal auf die Fläche. Das ist jetzt praktisch oben ein Dreieck, wenn wir da so dieses aufgeblähte Dreieck machen und unten ein Dreieck. Und ich habe jetzt bloß gesagt, die Fläche ist eine Illusion. Weil diese ganzen Ecken da dazwischen, die jetzt hier sphärisch verkrümmt sind, sind alles in Bezug auf die fraktale Erscheinung durch diese Krümmung, sind es keine wirklichen Quadrate, weil jetzt Quadrate müssen eigentlich ganzzahlig sein. 2 mal 2, 4 mal 4. Sobald ich ein Quadrat aufbaue mit einer transzendentalen Zahl, zum Beispiel mit Pi, ein Quadrat mit 3,14 mit Pi Seitenlänge. Ja. Das ist übrigens auch hier die Ursache, wenn du den Einheitskreis nimmst mit einem Radius von 1, hat er einen Umfang von 6,28, zack, 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 der ist 2 mal Pi. Das hast du ja schon mal mitgekriegt. Ja. Das ist hier letztendlich ein dreidimensionaler Einheitskreis mit einem Radius von 1. Und darum ist dieser Umfang ist definitiv nichts. Nach dem fraktalen Prinzip unendlich groß und unendlich klein gleichzeitig. Kannst du folgen? Naja, es wird schwieriger für mich. Schau, das ist jetzt immer wieder, dass ich sage, wenn du jetzt ein Fachmann bist und das schauen wir uns an, dann gehst du hier mehr oder weniger, was ich schon gesagt habe, wir haben jetzt hier zum Beispiel Gradienten in der Mathematik. Man müsste jetzt jedes Wort erst einmal anschauen, dass du die Worte verstehst. Das sind Skalarfelder. Jetzt sagst du mal, was ist ein Skalar? Jetzt können wir die Wörter wieder hebraisieren mit der Vordersprache. Was jetzt wichtig ist, ein Skalar ist einfach nur ein Zahlenwert. Okay, aber diese Zahlenwerte kriegen jetzt die blauen Pfade, die Funktionswerte kriegen Vektoren. Ja. Das ist immer auch der Impuls. Schaut, das sind jetzt zum Beispiel banale Graphen und da siehst du jetzt, da haben wir schon unser Dreieck wieder, wo ich zigfach drauf eingehe. Was mir jetzt wichtig ist, ist der Ereignishorizont. Das hat zu tun mit der Artikel handelt Ereignishorizont um ein schwarzes Loch. Und da geht die Schwierigkeit schon los. Pass auf, ganz einfach die Metrik der schwarzen Löcher. Schau dir das einfach einmal an und wir bleiben jetzt nur bei Holofeeling. Du musst nicht dieses ganze Geschwätz, wo Vorstellungen in dir erzeugt, musst du jetzt gar nicht lesen. Da geht schon los mit Ereignissen. Was sind dann eigentlich Ereignisse? Da steckt das Wort Eigen schon mit drin. Wenn mir jetzt nur etymologisch dieses Wort Eigen, Ereigen, das Erweckte ist dein eigenes. Eigen ist ein Trümmerhaufen von Gehirnexistenz. Gen, das ist der Garten, Geharten, Gehirnarten. Welche Formen nehmen die 200 Gramm rote Knete symbolisch an? Aber was mir wichtig ist, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben zuerst einmal die zwei Formelzeichen Q und J. Wir wissen, Q steht für Affe, für Affinität. Ja. Das symbolisiert die elektrische Ladung. Schau mal, L, Eck, Tri. L setzen wir jetzt einmal als nichts,
als Gott, Egg. Da haben wir schon die Egge. Das machen wir jetzt mal als Elef Kaff. Und jetzt wirst du feststellen, dass dieses Wort heißt, das da mal aber allein, doch eben, gewiss, ja, doch, für wahr, jedoch lediglich nur. Aber nur eben jetzt. Pass auf, eben, exben, die herausgetretene Polarität ist räumlich flach. Denk an die Fläche, wenn etwas eben ist. Und man sagt auch, das ist eben jetzt. Mhm. Okay, jetzt ist interessant. Alles, was eben jetzt ist, ist aber auch nur die Existenz einer aufgespannten Berechnung, weil eine, wenn eben jetzt irgendetwas in die Erscheinung tritt, dann muss eine Gedankenwelt auftauchen. Ja. Das heißt aber, eins wird zwei und es wird erweckt. Das ist die Existenz einer aufgespannten Berechnung und das ist Expen, eben in der Transversalen und das ist jetzt. Das heißt, diese intellektuelle Erscheinung ist TZT. Das sind zwei Spiegelungen. Die geboren werden. Eck, als Eck gelesen bedeutet eben jetzt, ist nur bloß, genau, gewiss, doch eben nur das da, was du jetzt denkst. In meinem Bewusstsein erscheint immer nur Existenz eines aufgespannten Berechnung, das, was gewiss, eben nur jetzt als ausgedachte Erscheinung gerade da, geöffnete Schöpfung ist. Ja, wieder auf den Punkt. Ja. Stimmt? Ja, auf den Punkt. Wir waren hier eigenes Horizont. Das ist L, Gott, das Nichts, ist eben jetzt polar aufgespannt und zwar Tri in einer Reihe, meine Reihe. Ja. Okay, Shin-He und Shin-He heißt Lamm. Mhm. Das ist eigentlich Sinhe, das spricht man See aus. Linkspunktierte Shin, See ausgesprochen. See, das linkspunktierte Shin nennt man Sin. Das ist der Sinus, eine Sinuswahrnehmung. Hm? Gleich MM heißt, die Lichtschöpfung besteht aus 2 MM, auseinandergeschmissen MM. Gestaltwerdung. Wenn ich 2 MM, kann ich auch anders schreiben, nämlich indem ich ein M nehme mit der Yom-Endung. Das heißt nämlich, weist immer auf ein Dual hin. In der hebräischen Grammatik. Mhm. Immer dran denken, Ain ist das Auge, Ain im sind die zwei Augen, Osen ist das Ohr, Osen im sind die zwei Ohren, Shad ist die weibliche Brust, Shin Di die logische Öffnung und Shad im sind die zwei Brüste. Mhm. Und jetzt sind wir beim Wasser. Ich kann natürlich auch Mi lesen, aber wird jetzt zu weit führen. Wir bleiben mal, dass wir da nicht weggehen in unseren eigenen Horizont. Also jetzt haben wir die elektrische Ladung. La, auseinandergeschmissene, die UN, Urteil des Geistes. Das ist eine Affinität. Ich sage, jedes Wort mit der Vordersprache ist die Erklärung eigentlich ganz präzise drin, was der Buchstabe Q bedeutet. J, wiederum, J ist ja unser Gott. Mhm. Das ist der Drehimpuls. Das kann man ja rot und blau lesen. Geschlossener Kopf oder geöffnete Berechnung. Mhm. Im ist das Meer und Puls, immer dran denken, heißt eigentlich, das lateinische Wort Puls heißt Brei. Ah ja, genau. Einen Brei schlagen. Und Brei heißt wieder im Spiegel. Mhm. Jetzt stellst du dir ganz einfach nur wirklich zwei Spiegel vor, zwei Spiegel mit einem Lämpchen dazwischen. Wenn du dann dort das Lämpchen wärst, würdest du eine unendliche Reihe von Lämpchen immer Spiegel, Lampe sehen, vor dir und zwangsläufig gespiegelt hinter dir, kannst du dir das dann auch vorstellen. Das gibt aber dann den Kreis. Weil das im Spiegel passiert. Aber letztendlich dreht sich nichts. Wenn du das jetzt verstanden hast, pass auf, die schwarzen Löcher, statisch ist praktisch Gott nichts. Letzter für Gott ist nichts. Rotierend wird er zu etwas. Ja, genau. Mehr wie nichts. Das ist jetzt das Meer mit den Wellen. Ja. Aber Rot, wissen wir, heißt ja auch Adam. Rot, ja. Okay. Mhm. Wir machen mal nur das Roh, das heißt schlecht. Das Schinnlicht echt, das Schinnlicht des Tiers wird jetzt zu der Existenz einer existierenden Öffnung. Zu der Wahrnehmung einer existierenden Öffnung. Und das wissen wir als IND gelesen auf- und abschwingen.
Ja. Der Affe wiederum ist ungeladen. Wenn er keine Information in sich hat, gibt es keine Affinität. Und dann ist er nichts. Wenn er gel, wenn eine Welle da ist, okay, aber den können wir jetzt nachschauen, dann wird er zu etwas. Das steckt ja schon mit drin. Ich will nur darauf hinweisen, das ist kein Zufall. Das ist, ich erkläre dir das System, was die Ursache von allem ist. Jetzt können wir natürlich den Schwatsche, da kannst du in die Physik im Nullpunkt Gottes in die Schrift reingehen. Da gehe ich ganz, ganz kurz auf die Schwarzschildmedik rein. Da gibt es noch eine Kerlmedik. Das ist übrigens diese Kerlmedik. Hast du nochmal das Lamm? Nämlich als Kor. Das ist nämlich eine Aue, eine Weide. Okay? Die Aue, die Weide, ist eine Lichtschöpfung von 2 mm, die auseinandergeschmissen wird. Das habe ich angesprochen bei den Augen. AGN, das heißt ja Becken. Okay? B-Ecken. Jetzt ist es ganz interessant, dass wenn wir den Geb machen, GB, der Geist, der polar wird, haben wir eine Augenbraue. BR ist das Äußere. In den Becken ist jetzt eine polare Berechnung und das wird zu einer Aue. Bist du dabei? Aue wiederum ist wie berechnet. KR heißt wie berechnet. Und da hast du die Aue. Und das ist, darum heißt es auch LAMM. Du darfst bei den Worten, wenn du dir nur ein Lämmchen vorstellst, hast du schon wieder verloren. Denk an das Wort Krebs. Ja, genau. Ein Wort ist zuerst einmal, wenn du ein Wort liest, wird zu dem, was du draus machst mit deiner Logik. Aber du musst es immer im Kontext sehen. Wenn du ein Medizinbuch liest und das Wort Krebs kommt vor, denkst du an eine Krankheit. Wenn du Astrologiebuch liest, denkst du an ein Sternzeichen. Wenn du ein Kochbuch liest, denkst du an ein Schalentier. Wenn ich das Wort aus dem Zusammenhang herausreißen tue, ist es für mich, wenn ich ein Wort lese, zuerst einmal baue ich mir eine Vorstellung auf. Und das erzeugt ein riesengroßes Chaos in dir. Jetzt ist der Ereignishorizont, ich könnte jetzt sagen, ganz einfach, ich sage jetzt mal hier, siehst du, jetzt fällt es aufgespannt in einen Punkt, das müssen wir jetzt gespiegelt unten auch nochmal machen. Jetzt kriegen wir sehr komplexe Arithmetik und alles, was in Physikbüchern drinsteht. Ich merke jetzt, bei mir komme ich an der Grenze, weil ich bei jedem Wort wirklich ein 400-500-Seiten-Buch habe. Das ist nur ein Chat, wie wenn ich jetzt wieder sage, kannst du rechnen und du sagst, ja, kannst du lesen? Dann sagst du ja. Der Zustand ist in dir drin. Was das Erste ist, was du zu überwinden hast, schau, wenn ich jetzt den Ereignishorizont, die physikalischen Sachen haben alle ihren Sinn, Holger. Und Holger ist jetzt H-Oll. Du bist jetzt als Holger eine Welle, die ich mir ausdenke. Und immer dran denken, ich bin eigentlich du. Ich bin der, der sich alles ausdenkt. Der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der sich an Udo ausdenkt, der sich an Holger ausdenkt. Und sich selbst, wenn du an deinen Körper denkst, dass der jetzt vom Computer sitzt. Aber alles, was du denkst, befindet sich im Zentrum des Universums, in eins gekehrt. Das Versum ist eigentlich nur die Gedankenwelt. Und immer daran sagen, das ist das, was du überprüfen kannst. Ja. Und der Hol, wissen wir, Hol heißt ja wie das Joch, das Ol heißt ja auch hochgehoben. Darum hast du jetzt was ganz Interessantes, das ist hier die Höhe. Und H-O-H H-W-H. Ist H-W-H. Das heißt, in unserem Spiegel hast du zuerst einmal eine B-Rei, T. B-Rei heißt im Spiegel eine Breite und eine Höhe. Und das, was im Spiegel ist, das Zentrum, B-Rei, ist ja J, das ist Gott. Und wenn wir das drehen, kriegst du das H-W-H. Das ist die Höhe, das ist das augenblickliche Licht. Wird dann blau. Jetzt ist natürlich, was ich noch gar noch nicht angesprochen habe, ist ja der Rei. Ich nehme immer das Wort Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes. Der Kopf des Schöpfergottes. Was mir dann natürlich schon wieder außer ab Acht lassen, wir können den Rei ja auch anders schreiben. Du kannst jetzt Ra-I lesen, das steht da unten mit drin, dann heißt es hier mein Sehen, mein Schauen, das kannst jetzt dann weitergehen. Aber wir können ja das Rei
zusätzlich können wir ja einen Reih machen mit der 70. Genau. Dann wird es die Weide, die Aue. Das heißt aber auch mein Hütte. Wieso heißt das mein Hütte? Ganz einfach, weil das Wort Ra heißt das da mal schlecht, Schlechtigkeit und heißt auch Hütte oder Freund. Das J am Ende jetzt als Suffix gelesen. Müsste da Dosha her, als Suffix mein Freund, aber auch mit dem blauen berechneter Augenblick meine Schlechtigkeit, dieser berechnete Augenblick, diese zwei letzten augenblicklich, rational der berechnete Augenblick, ist dein logisches Licht erscheint dir echt aufgrund deines intellektuellen Gehirns und zwar echt wie buchstabiert, kein Eidwissen, man heißt wie buchstabiert. Das ist übrigens, wir können da noch eins drauf machen, dass wir jetzt einmal den Mittelbuchstaben, den Vokal ganz rausschmeißen, dann kriegst du das Ri, die Berechnung des Intellekts. Jetzt kriegst du die Wasserfülle, die Berechnung deines, die Feuchtigkeit. Das sind weder der geistige Kopf oder der rationale Intellekt. Jetzt kriegst du die Feuchtigkeit und die Feuchtigkeit, die tritt immer, das ist unser Ritter übrigens, unsere Rita. Ri ist die jetzt, diese Wasserfülle befindet sich letztendlich als erscheinende Schöpfung in deinem Wachraum. Der Wachraum ist immer ein W, Ach, T, Z im Meer. Immer dran denken, W, Z, D. W steht für doppelt aufgespannt, Z, D in Schrecken versetzt werden. Ja. Jetzt hast du die Schinner, die logisch berechneten Ecken. Sagst du, du kommst aus dem System überhaupt nicht heraus, aus dem Spiegeltunnelsystem. Es ist interessant, wenn ich jetzt, ich rede jetzt mal ganz bewusst nochmal raumzeitlich, wenn ich jetzt als Udo da stehe und dann mache ich ein paar so Sachen auf, dann überfliege ich das, dann schaue ich mir die Wörter genauer an, zum Beispiel die Ereignisse. Ich rede jetzt mal ganz normal als Mensch und dann ist das alles so logisch und sobald ich versuche, das wieder einen ausgedachten Menschen zu erklären, was ja gar nicht funktioniert, ich kann es ja nur denen erklären, der mich ausdenkt. Schau, wenn wir jetzt die Ereignisse nennen, wir machen mal hier ganz einfach das Wort eigen. Ich fahre mal da so rein, da habe ich jetzt den Gradient, den können wir jetzt anschauen. Wir schauen mal die Grad. Das sind jetzt lauter Sachen, die wir jetzt hier ganz ger ad. Das ist erst einmal ein fremder Dunst, wenn wir das hebraisieren. Ich kann natürlich GRH schreiben, wir wissen, das GR ist, die Gehirnberechnung ist immer ein Reihsender, ein Reih, ein in den Spiegel sehender, der meint, das Spiegelbild, die Spiegelwelt da außen, das ist da außen ohne ihn. Hinter einem H, Indern, hinterm Spiegel, heißt eigentlich Indern, in dem Rai, in dem Kopf des Schöpfergottes, ist nichts, wenn du dir was vorstellst. Das Vorgestellte und das Interne und Extern sind diese zwei Seiten. Bist dabei? Ja, ja. Dann ist die Uhr, ist eine aufgespannte, wahrgenommene Berechnung, H, irgendwas ist ein Berg. Das, da müsste ich jetzt jedes Wort, könnte ich ja zwei Stunden Selbstgespräch machen. Schauen, jetzt haben wir das Wort Eigen. Wir reden von den Ereignissen. Ereignissen. Das R heißt ja erweckt. Das, was du erweckst, ist immer dein eigenes. Udo sagt ganz einfach in deinem Traum, es ist doch hundertprozentig sicher, dass in dem Moment, wo du irgendwas denkst, wir bleiben nur im Bereich der Gedanken, dass in dem Moment eine Information in dir entsteht, die genauso ist, wie du dir das denkst für dich. Aber die nur so lange da ist, solange du das denkst. Und in dem Moment, wo du was anders denkst, der nächste Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. In was für einem Wahn lebst du, dass du meinst, dieser Gedanke existiert auch dann, wenn du nicht dran denkst? Das ist natürlich, du denkst die Gedanken, wo du glaubst, die sind da außen und du hast nichts damit zu tun und du kannst dir durchaus Gedanken denken, wo du sagst, das ist jetzt wirklich nur, weil ich es denke. Aber dann haben wir doch schon wieder zwei Seiten. Das sind Gedanken, von denen du behauptest, die sind nur, weil ich sie jetzt denke, die gibt es ja so nicht. Und dann gibt es Gedanken, zwangsläufig das Spiegelbild, wo irgendwas in dir drin ist, das dir einredet, das ist da außen oder das war schon, bevor ich es gedacht habe. Diese zwei Seiten musst du zuerst einmal verstehen, sonst wirst du die 16 Seiten von dir überhaupt nicht verstehen. Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich dieses eigene, wo kommt es eigentlich her? Zu jemandem selbst gehören. Das ist das rote Selbst. Alles, was du denkst, gehört zu dir. Das ganze Universum mit Planeten, wenn du an ein Universum denkst, weil man dir das so erzählt hat.
Das ist deins, aber es existiert nur, wenn du es denkst, und wenn du es nicht existiert, ist es da, als Seinsmöglichkeit. Ich sage immer im Internet, in Gott. In dem absoluten Innersten aus dem alles, in dem UB verbundenes Wissen, in dem absoluten Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Okay? Mhm. Aber jetzt schau mal, die Etymologie von Eigen, da gibt es übrigens zwei verschiedene Eigen. Das ist als Besitz jemandem gehören. Das ist natürlich die Person, kann man jetzt schon wieder wegmachen, weil die was Ausgedachtes ist. Das eigene. Das Eigentum. Dein eigenes ist dumm. Mit T. Das ist deine Einfalt. Die Ganzheit, die Unbefangenheit, die Unbescholtenheit und die Unschuld. Die Vollständigkeit. Aha. Das ist dein eigenes, wenn du weißt, wer du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Ja. Verborgener Wert. Der verborgene Wert ist die 52. Das ist der Ben. Das ist der Gottessohn. Rot geschrieben. Im Sein, im absoluten Sein. BN Rot. Jetzt können wir das Waff wieder rausschmeißen, weil ja doch noch, sobald ich mir eine Ganzheit ausdenke, ist diese ausgedachte Ganzheit, braucht ja eine Nicht-Ganzheit. Mhm. Stimmt oder stimmt? Du musst die ja. Spiegelung wissen. Darum ja, wir das rausschmeißen. Wir machen jetzt mal bloß TM. Okay? Jetzt ist die Arglosigkeit, das Unbeschädigtsein, das steckt jetzt schon mit drinnen, aber da steckt auch das Glück drin, da ist die Welle schon mit verborgen. Die Unversehrtheit, die Unschuld, du magst mir bleiben. Die Spontanität, da ist die Welle mit drin, SB, das raumzeitliche Wissen. Aber dasselbe Wort hast du auch zu Ende sein. Das ist die das Gegenteil, das, das alles, was du jetzt denkst, das Vollendete, wenn du wirklich das Ende bist, Atbaschwert, bist du nichts, der Schöpfergott. Atbasch ist immer der gespiegelte Wert davon. Totalwert ist 1000, 1000, 11. Äußere Wert ist 440 dm, das heißt jetzt praktisch, ich kann 440 lesen, dann heißt es eine geöffnete Gestaltwertung. Der volle Wert ist die 4, die rote 4 in der 86. Das heißt geschlossen. Geschlossen in der 86. Atbasch gespiegelt ist dann praktisch das Nichts. Es geht nicht, dass du das alles kannst. Es reicht, dass du was, das alles perfekt ist. Ja. Das ist übrigens immer der Aleph davor setzen. Dann hast du das hebräische Wort für Atom. Die Konsonante Rhodix. Stimmt oder stimmt? Ah ja. Ja, genau. Das ist ja, wenn ihr, sie, alle sind dieses Atom, dieses Unteilbare. Das heißt eigentlich, Tom haben wir gesagt, vollkommen, das heißt, ich werde imperfekt gelesen, ich werde vollkommen. Das heißt aber auch, ich werde vollkommen und ich werde vernichtet gleichzeitig. Das ist nichts alles. Mhm. Schau, ich habe jetzt hier das vollkommen folgendermaßen geschrieben, da haben wir wieder unser All, unser 70. Ja. Mit den zwei Lichtern, die du auch in der Illusion hast. ILL. Mhm. 30, 30 ist 60. Mache ich es rot, die 60, dann wird es das Bewusstsein. Mache ich es blau, dann sind die zwei Lichter, das rote JCH, ICH im E-Quadrat. Mache ich es blau, dann wird 60 zur Raumzeit. Denk dir mal das Wort Illusion aus. I, dieser Gott, besteht aus zwei Lichtern. Es ist Licht und es ist Licht. Ein rotes Licht und ein blaues Licht. Mhm. Wir haben das Licht, die Lampe im Projektor, und wir haben die Sonne auf der Leinwand, die aber kein Licht ist, weil die Sonne, die du dir ausdenkst, beleuchtet ja nicht die Landschaft, die du dir ausdenkst. Im Kino. Mhm. Das habe ich so oft gesagt, müsste eigentlich logisch sein. Sobald du eine VR-Brille aufhast und du schaust dann in eine Landschaft rein und da siehst du Sonne, diese Sonne beleuchtet nicht diese Landschaft auf der VR-Brille. Mhm. Genau. Und da kann man jetzt berechnen, ganz normal berechnen, mit Gegenständen, mit Schatten, die Schatten werfen, das sind alles nur arithmetische Berechnungen. Ich betone arithmetische Berechnungen, keine mathematischen Berechnungen. Um das nochmal klar zu machen, das Eigentum, ganz kurz hier, das eigene, das Eigentum ordentlich und so weiter und so weiter. Und da gibt es nochmal das Eigenlicht. Man sagt ja auch, eigentlich ist es so und so, das eigene Licht. Hast du schon ein eigenes Licht oder arbeitest du noch mit fremdem Licht? Gute Frage. Das, was esoterische Erleuchtung nennen, sage ich immer, das ist eine Notbeleuchtung von einer Schlampe. Schildlampe, von einer logischen Lampe, die immer noch ausgedacht ist. Okay? Mhm. Wir können ja ganz, ganz kurz, wenn ich jetzt dort das gerade offen habe, schauen wir mal hier.
Das Wort habe ich doch so oft gesagt, das ist so unheimlich wichtig. Das tut natürlich weh, wenn jetzt dein Intellekt, das Wissen, das angehäuft wird. Ich sage immer wieder, Wissen, das du dir angeeignet hast, jetzt normal gesprochen im Laufe eines Lebens, ist es wie wenn du dir ein Vermögen zusammengespart hast. Und jetzt kommt der Udo mit hohler Feeling und sagt, das ist alles nichts wert. Knallt alles Das weg. stimmt aber ja eigentlich gar nicht, weil ich sage doch, jedes Wissen sind Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Ja. Die sind wichtig. Dein Wissen, dein jetziges Wissen, deine jetzigen Vorstellungen von richtig sind wichtig. Aber es sind winzige Puzzlestückchen von einem heiligen Ganzen. Es ist, wenn ich sage, es ist nichts wert, es ist wichtig, aber es ist nicht viel wert im Vergleich zum heiligen Ganzen. Was ist ein Kabelstecker wert im Vergleich zu einem Auto? Oder ein Stück Schlauch? Aber das Auto gibt es ja nicht als funktionsfähiges Ganzes, wenn der Benzinschlauch fällt oder wenn der systemrelevante Kabelstecker nicht an der richtigen Stelle steckt. Ja, genau. Immer eckt, steckt. Wir schauen uns mal hier die Mathematik nochmal an. Und da wirst du merken, wie fehlerhaft das eigentliche Wissen hier insgesamt gesehen ist. Du bist noch dran? Ja, dabei. Hat er jetzt mir denn, wieso holt er mir denn jetzt nicht? Schauen wir mal schnell. Weil manchmal stürzt der DWDS ab. Haben wir ja schon steht, der Kreis, bin ich doof, ey. Ich habe jetzt bloß auf oben geschaut. Siehst du? Selektive Wahrnehmung. Ich habe jetzt bloß den Kreisenden angeschaut und der war schon da. Das ist einmal die Lehre von Zahlen und Raumgrößen. Das ist alles ein Blödsinn. Der Raum, den du dir ausdenkst, der wird so groß sein, wie du ihn dir ausdenkst. Denk wieder, ich sage, denk an eine Erdkugel und jetzt denk an einen Tischtennisball. Welche dieser beiden Kugeln hat ein größeres Volumen? Aber solange du nur an eine Erdkugel denkst und solange du dir an Tischtennisball denkst, in deinem Kopf, wie groß sind die in deinem Kopf? Das sind nur Worte. Und das Volumen, wissen wir, heißt eigentlich nur Rollen. Du wirfst eine Welle auf, wo unendlich groß und unendlich klein gleichzeitig da ist und irgendwo dazwischen positionierst du jetzt anhand einer Interpretation die Größe dieser Kugel. Kugel heißt aber wieder wie eine Welle. Du definierst die Ausschläge der Welle vom Wellenberg und Wellental. Aber sie sind gleich groß. Und die Etymologie, jetzt schauen wir mal, was die Wissenschaft, die Linguistik aus dieser Etymologie macht. Zahlen, Raumgrößen, das ist der, so bist du programmiert. Du denkst es bei den Worten, denkst du dran. Und jetzt haben wir hier, dass die zuerst einmal die Mathematiker, Lateinisch, wie schon mal Lateinisch springt immer zuerst einmal aus dem Griechischen, Griechisch, Techne, aber. Jetzt wird es interessant, dass der Rinner halt nicht sich selbstständig Adjektiv vor Mathema ist eigentlich nur Mathe, heißt das gelernte die Kenntnis, das gelernte Wissen. Ja, Da habe ich oft darauf hingewiesen. genau. Und jetzt machen die Mathemata, die mathematischen Wissenschaften. Auf das Mater geht keiner eine Bildung. Beelet im Kind. Beelet hebraisiert heißt im Kind ist eine aufgespannte Existenz deines Gehirns, deines Geistes, je nachdem, ob wir es rot machen, ist zum schwundstubigen Aroisten geworden. Okay? Was ist eigentlich ein Aroist? Keine Ahnung. Ja, das beginnt schon mit Or. Aor heißt Or, heißt Licht. Wir haben zwei Möglichkeiten, das Aor zu schreiben. Also wir machen mal das Klassische. Ich schalte es nur ein, dass du siehst, das sagt alles, was ich dir sage, kannst du überprüfen, wenn du das aufschlägst. Wikipedia Aroist, der ganz, das ist das erste Mal, Aristos ist eine unbestimmte Zeit. Eine Aha. unbestimmte Zeit ist überhaupt keine Zeit. Okay? Ja. Das ist unser Or. Das hebräische Wort Or, das A ist das Mund öffnen. Immer dran denken, Aleph ist ein lautloser Konsonant. Du öffnest den Mund und dann kriegst du eine aufgespannte Berechnung. Das ist die Facette ist euer, die du berechnest. Wir wissen natürlich, dieses FE als P heißt, hier ist es aufgespannter Vekt. Bist dabei? Ja. Sie als BE gelesen. Das ist jetzt das Tageslicht. Das sind alles schon Übersetzungen. Das Tageslicht ist was anderes. Da müsste ich jetzt dann weitergehen. Was mir jetzt wichtig ist, wir können das natürlich auch so schreiben. Das ist mit dem Hinder, mit dem Zweiten. Jetzt kriegst du nämlich die Haut, die dich einhüllt. Ich sage, das Tageslicht da außen, das Licht, das angeblich das alles beleuchtet, ist wie eine Haut, die dich einhüllt. Das sind die wahrgenommenen Zeichen. Die wahrgenommenen Zeichen sind aber Leder, Haut und Leder, Le, DR heißt eine auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung, eine auseinandergeschmissene Generation.
Und das, was du jetzt siehst, darum ist es auch die Tierhaut, vom dir wahrgenommenen Zeichen, aufgeschmissene Zeichen wahrgenommen, die blenden dich, die machen dich vollkommen blind für das, was Wesentlicht ist, das wesentliche Licht, das bist du Geist. Weil die Lampe im Projektor, es wird auf der Leinwand kein Licht geben, wenn es dich nicht geben wird. Es ist Licht und es ist Licht. Okay? Ja. Gibt Zeichen? Ich bin der Aronist ist also das erste Mal in der indogermanischen Sprache, wo der Linguist dann wieder sagt, hier definitiv die indogermanischen Sprachen, ist ja Sanskrit. Du hast jetzt hier einen riesen Verzweigungsbaum, wenn du reingehst. Jetzt haben wir schon wieder alles Welt ausgedacht und Vergangenheit, all diese ganze Kacke, wo hier nachgeplappert wird, weil es an deinen Universitäten erzählt wird, ist vielfältiges Wissen. Holger, ja. Es ist vielfältiges Wissen. Okay? Wieso sagt man, das ist Sanskrit, wenn da schon Germanisch steht? Indo, innerhalb von Germani, Germany. Du kannst auch GR, der Geist erweckt das Manische. Man heißt Urteil, Ischen heißt Schlafen. Mhm. Ich sage jetzt das einfach, könnte ich alles anklicken. Ist ein Tempus der Vergangenheit. Wir wissen, in der Vergangenheit war überhaupt nichts. Es gibt also zuerst einmal ein Präteritum, einen Imperfekt. Das ist die normale Zeitform, die sowohl Vergangenheit als auch einen unvollendeten Aspekt, da gehe ich immer wieder darauf ein, der erste Buchstabe in den hebräischen Wörtern kann ein Imperfekt sein, ich werde, ich kann, ich soll. Es ist, hat nichts zu tun mit der Vergangenheit, da wurde dann die Vergangenheit erst draus gemacht, weil alles, was ist, ist hier. Und wenn es hier ist, ist es perfekt. Das heißt, der Perfekt ist der Terminus, der Aspekt, der letztendlich schon abgeschlossen ist. Darum nennen wir das einen perfektiven, schau her, perfektiven Aspekt, oft auch einfach perfekt, ist ein Verballaspekt, der Handlungen, Zustände, Geschehen als abgeschlossen, einmalig, überschaubar und in sich geschlossen markiert. Das ist der Perfekt. Dann ist es perfekt. Wenn es im Perfekt ist, ist es noch im Werden. Ja. Die Aspektbedeutung des Aroisten kann in einigen Formen die zeitliche Verdrängung, das zeitliche Verdrängen. Okay? Ich muss da nochmal reingehen, da waren wir. Schau her, ein schinwundstufiger Aroist, Mathen, sekundär gebildet, lernenverwandt, weil das das Gelernte ist. Was jetzt hier vollkommen unterschlagen wird, ist dieses Marder. Ich sage immer der Mardikos, der Automat und der Mathemat. Autos heißt selbst, was ist Marder? Und das gehen wir jetzt ganz einfach mal ein. Nur den Grundwort. Töricht handeln. Matteo, der Posten, der Lügenträger. Töricht, vergebliches, übles, vergebliches Geschwätz, schwatzend, prahlen. Das ist das Gelände. Wissen macht dich hier zu einem Posten, zu einem Lügenträger. Okay? Ja. Das ist das, was ich sage. Du fängst zum Schwätzen an. Vergeblich arbeiten, sich anstrengen, das kenne ich. All das ist so unendlich sinnlos, als träumender Geist musst du gar nichts machen. Schau her, hier, Matthäus, das ist das, was ich oft sage, das Eitle, die Nichtigkeit von Sachen ohne Kraft, ohne Wirkung. Oder jetzt haben wir eine massive Tonstörung. Nochmal bin ich wieder sauber. Weg. Du hörst dich an wie, keine Ahnung, wie ein Synthesizer. Schau es dir an hier. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Nee. Du kommst drüber wie Musik, oder? Das hat keinen Sinn. Schlechte Verbindung steht hier auch. Ich höre gar nichts mehr. Ich habe jetzt umgeschaltet. Schalte das Bild um. Hallo? Ist jetzt da? Bin ich noch da? Ich verstehe nichts. Ich höre nur ganz komische Geräusche. Schlechte Verbindung. Ich höre nichts. Dein Bild ist eingefroren.